Respekt, Bro, ist eine Stunde 10 zu spät, okay? Digga, halt mal deine verfickte Fresse! Du diskutierst seit 20 Minuten über die Klimaanlage, das kannst du schon wieder in die Schuhe schieben! Ach du Scheiße! Das ist ja geisteskrank! Auf geht's, Benji, Bros, geh auf! Ah, Digga, dafür f*** ich deine Arsch in der Aufnahme, das sagst du jetzt schon mal, ne? Ich werde dich so richtig f***en. Das gibt einen Achterschlag, das gibt so einen Achterschlag. Das ist so eine Frechheit, was mir hier unterstellt wird. Seit einer halben Stunde diskutieren die da auf der anderen Leitung. Wow. Ich dachte, 22 wollen wir aufnehmen! Ich hätte schon um 11 Uhr aufnehmen können! Du gehst eine Dreiviertelstunde um 11 Uhr! Scheiße! Um 11 Uhr hätte er aufnehmen können! Der hat jetzt fünfmal gefragt, was er in der Ausstellung spielt. Und was er aufschreiben soll. So, bitte lasst runterzählen und aufnehmen, bitte! Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem familienfreundlichen Squad Builder Battle. Hier ist heute sehr viel Hass und sehr viel Liebe drin mit den Jungs von TZ Zimbo. Hi! Lass reingehen ins Spiel, Digga, direkt. Hass, es ist einfach nur Hass drin hier. Lasst ein Like da, wenn ihr die Idee cool findet, denn wir haben uns das Hellspin-Rad ausgeborgt und werden heute ein random Icon SBB aufnehmen. Zur Auswahl stehen R9, Raoul, Smith, The Birgit, Prinz, Dorklisch, Eto und der Gerd Müller. Schön gesagt. Also es ist ein sehr, sehr geiles Ding, Freunde. Wir werden gleich dran drehen. Jeder einmal bei sich selber raffelt sich quasi seine Random Icon aus. Wir haben jetzt extra Stürmer genommen, damit die auch auf Full Chemistry sind und so ist alles Cooles. Bei den Teasies gibt es auch ein Video und falls ihr dieses ehrenlose Duell geil findet, dann lasst doch sehr gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, falls ihr neu seid. Sehr schön gesagt. Und einfach mal 20.000 Daumen nach oben erlassen, Digga, für den Pünktlichkeitspartner, wirklich. Digga, halt bitte deine Seine 15. So Rolex frech, kaufen Digga. Kann, das dass er die so Uhr endlich lesen kann. Digga, du telefonierst, ich bin mit dir 2 Stunden im Call, du redest weniger mit mir und dafür mehr mit anderen Leuten, mit denen du telefonierst. Stopp, da ruft einer an. Ich muss mich den nochmal melden. Ich weiß es. Geisteskrank, wirklich. Es gibt noch keine digitale Rolex, deswegen hat Proski aktuell ein bisschen Probleme mit der Stimmt, Uhrzeit. Der kann nicht analog lesen. Der kann nicht lesen. Das ist geisteskrank, das ist so heftig. Dreh an deinem Rad! Ich dreh an meinem Rad. So, hier. Was ist meine random Icon? Ich find's heraus. Gib mir einen R9 und pick ihn, was er braucht. Was ist es? Oh, es ist ein Senior Raoul! Oh, guter Spin, guter Spin. So, da gehe ich dran. Wen drehe ich uns, Simbo? Ich will die Birgit, ich will ihn mit der Birgit f***en, was er braucht, wirklich. Es ist ein Müller. Es ist ein Müller. Müller. Und kann ich was sagen? Müller Senior Raoul. Aus der Klimaanlage kommt Hitze, heiße Luft. Ah ja, du drückst schon mehr an der Klima an rum, wie sonst irgendwas. Dann lasse, dann haben wir hier drin bald 29 Grad, dann hast du dein Tropical Feeling, Digga. Wahrscheinlich, ich kann dir noch Sand aufschütten. Weil das Ding steht hier vorne, an der Klimaanlage selbst sind es wahrscheinlich 22 Grad und die denkt sich jetzt so, ey, in dem Raum ist es viel zu kalt. Du hast den auch mittlerweile also, schon wieder 24. Übrigens, dieses scheiß Gelaber an alle Zuschauer, dieses scheiß Gelaber über Temperaturen und Klimaanlage muss ich mir maximal. Seit 11 Uhr muss ich mir das geben. Um 11.05 Uhr wäre ich fertig gewesen zum Aufnehmen. Du musst mit deiner Lügennase schon am Bildschirm vorne anstoßen, Digga. So lang muss die gewachsen sein. Ich halt rein, Stürmer eher. Ja, Moment, der kauft erst mal Müller! Ja, kauf ihn doch übers Team, du scheiß Sohn! Ja, es geht dann, weil das Menü so langsam ist, ich kauf doch! So, ist drin, ja, auf, wer hält rein? Wir halten rein. Ich halt rein. Okay. Stürmer RM. So, achte, wir haben im Sturm einen Franzosen vorne drin. Von Paris, es ist Kolo Muani. Und rechts im Mittelfeld steht Dembele, Usman. RTTK. Das ist sehr geil, weil ich muss sagen, ich kenne euch ein bisschen und dass ihr hier mit Perfect Links arbeitet, das war mir tatsächlich ein Begriff. Ich wusste aber nicht, dass ihr dreckige, scheiß Geringverdiener seid. Deshalb habe ich Mbappé und Dembele aufgeschrieben und deshalb steht auf RM ein Bronzekeeper. Und er f*** uns, was er braucht, Digga. Und er f*** uns, was wir brauchen. Ich hab's zum Glück dann noch gesagt, aber weiter geht's. Gut, wir halten rein. Ich habe sehr, sehr schöne Spieler mit euch, für euch. Und das Geile ist, Raoul passt halt wirklich sehr gut dafür, weil er auch dieses Trade hat. Heute dachte ich mir, für die Zimbos ist ein bisschen Curveshot-Party. Im Sturm Salam und steht Pop. Nämlich Hoing Min Son und auf RM steht Mohamed Salah. Ist die Mauer gemeint, du spielst einen 94er ich hab das 84er Sané, ne? Den mache ich mal runter vom Board. Und Kane. Das war meiner. Wir wollten eigentlich was anderes, aber es hieß ja am Anfang, wir sollen ST und LM aufschreiben, ne? Möchte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Ja, es gab Kommunikationsschwierigkeiten. Hier war zu warm drin in dem Raum. Weiter geht's. Boah, Digga, alle drei Curveshot-Trade da vorne. Ach du Scheiße, werden die euch die Dinger aufs Tor ballern. Nice! Tschüss.
Dann let's go. Sollen wir reinhalten? LMZMZM, ne? Ja. Dann haltet mal rein, das wunderschöne Ding. Zeig her. Ich hab euch was Leckeres vorbereitet. Erzähl's uns. Und zwar geht's jetzt erstmal in die Serie A. Da spiele ich im linken Mittelfeld den guten Rafael Leão, Player of the Month. Dann haben wir im ZM Marquisio, den guten Kollegen Benacer. Und daneben steht ein Hero Marquisio. Vinicius Valverde Modric. Nice. Okay. Ich sehe große Probleme auf uns zukommen. Ich sehe ganz große Probleme auf uns zukommen. Unsere gute Karte, da steht ja schon ein Bronzetorhüter. Hast du drin? Mhm. Ljungberg links, in der Mitte Bruno Guimarães und daneben dran steht ein wundervoller Jolien Ton. Musiala, Goretzka, Kimmich. Danke. LV, RV ohne treten. Ohne treten, aber mit Haare ziehen. Gut, wer hält rein? Ey, yo, was geht? Und ihr möchtet. Wir halten rein, komm. Ich habe gute Riecher, gute Riecher, glaube ich. Sagst du? Ja, glaub schon. Sieht's gut aus? Ich glaub schon. Auf der linken Verteidigerposition gehe ich erstmal mit dem Kollegen Thimikas. Und auf der Rechtsverteidigerposition, es ist jetzt ein bisschen geringverdienermäßig, Pedro Porro. Alles klar, warum schreibst du? Ja. Ja. Ah, der Porro. Macht er clever. Theo Hernandez trennt Alexander Arnold. Nice. Den habe ich sogar noch gedacht, weil den hast du noch im Stream vorgelesen, ja, aber. Ja, let's go. Ja, richtig. Gut! Sein Leão hängt ja noch wie auch Schlüssel hin herum. Okay. Hä? Der Leão ist voll. Wie denn? Benacer Marquis. Ach, ich hab Bentancur reingemacht. Das war das Problem. Okay, gut, dass wir noch drüber gesprochen haben. Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dass wir drüber geredet haben. Ja, ja, sehr gut. Gut, passt es. Gut. Wir sind tatsächlich da hinten auch ein bisschen so auf die kleine Schiene gegangen. Gibt's halt auch noch nicht so viel, muss man sagen, ne? Danilo und Alexandro. War ich auf den Fersen? Ich habe Theo Hernandez und Kalulu. Oh, die wollten als erstes nehmen, Digga. Ey, aber ich sag die wollten als erstes nehmen. Außenverteidiger ist echt schwer, ne? Sag ich also. Ja. Okay. Gut. Dann, let's go. Let's go. Eieieiei, da bin ich gespannt. Es wird geackert. Da bin ich gespannt jetzt. Ich auch. Du oder wir? Ich würde mal reinhalten. Dann halt mal rein. Ich fange in der rechten Innenverteidigung an. Wir sind in der Premier League reingetaucht. Mit einem Botman, mit einem Van Dijk. Und mit einem Ugo Lloris. Digga, ich hab euch so gerochen, ne? Weil dieser Ljungberg, der war unnötig, weil die in der Mitte schon Perfect Link hatten. Diego Carlos, Ruben Dias, Ederson. Och du Scheiße, war der Einschlag eng, Digga. Aber an sich war der Ding eigentlich so oder so unnötig. Ach du eigentlich, Scheiße, war das eng. Okay. Ja, weil der Ljungberg unnötig war. Deshalb habe ich mir das gedacht. Okay, gut. Scheiße. Vielleicht haben wir einen Treffer. Ja, ich muss mal selber ganz kurz gucken, was ich hier überhaupt hingestellt habe. Ich weiß nämlich gar nicht auswendig. Gefährlich! Zimbo, gefährlich! Okay, zeig her. Ich muss einen davon noch kaufen. Ich kann dir sagen, soll ich dir schon sagen, in welche Liga wir gegangen sind? Mhm. Wir sind in die Bundesliga rein. Das ist nicht gut. Hobel. wo ist er? Lauter weg. Dann tauscht den Alisson. Oh nein, wir haben die gesagt und haben sie dann aufgeschrieben. Kimpembe, Hernandez, Giroud. Ach nee. Es ist der Bruch auf dem Dienstag, Digga. Boah, let's go, Alter. Wir haben die dann aufgeschrieben. Es ist der Bruch auf dem Dienstag. Huh. Wichtig, Full Team. Ja, perfekt. Wir müssen unseren besten Mann da hinten rausmachen. Das schmeckt natürlich. Ach nein. Das ist ein Bruch. Das ist einfach todesgeil. Hattest du Torwart da gesagt? Ja, das ist korrekt. Gut, das ist... Oh. Ist egal, oder? Ja, ist egal. Ich spiele einen Gral. Ach du Scheiße, wird er uns penetrieren und filetieren und ausnehmen und servieren und panieren und. Ey, Broski, ich wollte nochmal sagen, ich hatte eigentlich gar kein Problem mit dir, ne? Ja, alles gut. Alter, er hat gerade einen Snooze geschoben, Digga. Einen Snooze geschoben. Ich hatte eigentlich gar kein Problem. Senor Raul. Mir tut auch heute mein Daumen so extrem weh. Oh, Raul wieder im Schalke-Trikot.
Ich glaube, ich wechsle erstmal die Seite, oder Zimbo? Guck mal, wie draußen sein Queen. Botmann. Hä? Was macht ein Botmann? Zimbo! Hä, was war denn das? Und da geht's los. Und das ist Karma. Ganz klassische Karma. Hä, was war denn aber das? Das macht der Torwart. Wo springt ein Lori rum? Und das war übrigens auch noch ein rotes Time Finish zum Abschluss. Ne? Kommen wir auch noch dazu. Burkett! Ey! Schön, Freddy. Freddy, Bus bauen. Ja, oh, Zimbo Classics. Die Karte war eine Kerze. Ah, da hat sich auch, glaube ich, wehgemacht dabei. Ah, oh, nein. Ach, nee. Ah, geht wieder. Geht wieder, gut. Der wird nie alt. Okay, ja, ich verstehe. Das wird 9 Finger, das wird mir bestinge. So, das ist so alt, wirklich. So, es ist so alt. Ich kenne den mittlerweile wirklich. Das hat er immer mal früher gemacht, in andere FIFA-Teile. Guck mal, gehst du dahin noch ein bisschen rum, zack. Hopp, rüber mit dem Ding. Geht doch. Und wieder rüber, zack, Lüftchen. Ja, guck mal, da geht er. Freddy Jungberg. Simbo, lass doch auch wirklich ein bisschen die Kirche im Dorf, weißt du so. Bau doch nicht die ganze Kathedrale außerhalb. Nein! Dafür ist er nicht gut genug. Willst du dranbleiben? Krass, Digga, das ist also. Unentschieden mit 9 Finger gegen den Tarkowski. Hastre, Digga. Er hat so Bock, mich zu provozieren. Ich sag, und ganz, seine Mutter. Ich sag dir ganz ehrlich, der war früher immer besser, oder? Passiert. Da war ich nicht da. Da war ich mit meinem Zeigefinger noch nicht so gut eingestellt. Es waren 6 übrigens. Es ging 6-3 oder 6-2 aus. Nummer 1. Ich fress die Scheiße jetzt, Mann. Ich löffel die Suppe aus. Nein! Du bist besser! Nummer 2. Die Mau. Das ist mir erst aufregend. So, Nummer 3. Alles gut. Zimbo? Gar nichts. Zimbo? Scheiße. Das ist doch noch so demütig, eine Grätsche, wo er noch fällt, ne? Und das macht der Hände hoch oder was? Lass es über sich ergehen? So, oh, Nummer 4. Weitermachen. Ist doch unglücklich, wirklich. Gestern am Finger operiert. Soll ich dir kurz meine Schiene geben? Für die Optik? Was ist hier? Ja! Schönes Ding. Kennt er aus dem Training, der Alisson. Digga, das ist ein Kampf 90. Nein. Ja, das ist 5. Machen wir weiter. Digga, ich hab 5 Pillen geschluckt gegen das scheiß Vieh. Jetzt spreche ich es an, ne? Könnte noch einen 6. geben, muss ich ehrlicherweise sagen. Maul, oh, ganzes Stück. Ja, sieht nicht gut aus, Simbo. Bitte, bitte, Zimbo. Oh! Geh hin! Ist noch? Nein! Brauchst du die? Oh, der sich befriedigt angefühlt. 5er Schlag in einer Halbzeit. Fühlt sich so gut an. Ach, Digga, ich kann halt wirklich nicht so. Das ist mit meinem Daumen aktuell wirklich. Ich hab da wirklich so Probleme. Ja, ich muss sagen, ich mit komplettem Finger hab mir eigentlich guten Griff. Ja, das ist normal. Ich hab die schon gewaschen. Das klingt nicht viel. Ah, wunderbar. Ach, das hat sich gut angefühlt. Das war wirklich richtig befriedigend, muss ich sagen. Damit spielt es besser. Aber egal, ich bin psychologisch ganz stark beim Umbauen. Das Gute ist, er hat ja zumindest einen Dembele schon mal aus dem Team rauskatapultiert. Das war vielleicht auch irgendwo dann... 5 Stück hat er. Ja, so Beine. Ja, ich hab umgestellt. Geilen 5er Schlag. Was nehme ich denn? Sicher den mal direkt. Das war schon weg. 4-2, ne? Ja. Ich fange mal mit dem Torwart an. Perfekt. Gehen wir da mal als erstes rein. Schön, Torwart. Dann, ich gerne den linken Verteidiger. Ja, das war's. Ah, Zimbo, rechtes, das war meine rechtes Mittelfeld. Ich lasse mich auf die Psychospielchen gar nicht ein, weil ich habe wahrscheinlich nur Bronze getroffen. Rechtes Mittelfeld. Ich heb die Hand, Zimbo. War mein Ding. Linker Stürmer. Und den linken ZM. Ja! Gott! Ja! Gott! Das ist ein Wahnsinn! Ja! Das ist ein dritte Halbzeit war stark, Zimbo! Die dritte Halbzeit war stark! Digga, ja, ich höre, jetzt sind meine AirPods ausgegangen, jetzt höre ich gar nichts mehr. Perfekt.
Hörst du uns wieder? Warte mal, ich schließe mal kurz mein Headset an. Ah! Ich glaube, ich habe nichts getroffen. Oh, Junge! Aber das dritte ist, das waren die Pfiesespielchen. Die dritte Halbzeit! Scheiße, AirPods. Ich bin da! Spielerisch bin ich netter, aber mein Games, da bin ich da! Alter, Mark! Alter, wenn wir heute schon 5 Stunden auf warten. Ja gut, deswegen sind so alle Dinger, ne? Ja, dann kommt's ja auf die Stunde, warte jetzt an, Mann, bis er sich neue Kopfhörer wieder dran gemacht hat. Wir können auch unterbrechen, rufen eine Stunde nochmal an, Bros. Also, wenn er uns gerade nicht hört, vielleicht kann man es auch mal reinschreiben, so geht es heute schon den ganzen Tag. Wart gerade nochmal 10 Minuten, ne? Bin jetzt gerade noch kacken. Ah, mein Kaffee steht noch oben. So, sag mal was. Hallo! Hörst du uns wieder? Ja. Digga. Hat die Mauer gezaubert. Also das Minefeld müsstest du dir mal angucken, ne? Hast du psychologische Kriegsführung gemacht? Ja, ich hab eben schon gesagt, als du es nicht hören konntest, 45 Minuten, zweite Halbzeit Katastrophe, dritte Halbzeit Mind Games, Team Mausenmacher. Du hast getroffen Ugo Lloris, ne? Du hast getroffen Alexandro, du hast getroffen Danilo, du hast getroffen Jungberg und Joe Linton. Ich denke, die können wir alle so discarden, weil... Also, es steht jetzt noch, LM steht Gerd Müller, rechtes ZM steht Van Dijk. Du hast linkes ZM genommen und RM genommen. Boah, und vorne steht noch ein Bruno. Und damit kann ich jetzt ins Gesicht sagen und an den Cutter bitte rauspiepsen. Du dummes Wie kannst mir gar nichts, Digga. Du kannst mir gar nichts, du dummes Wie. Scheiße. Muss ich durch, muss ich mit leben. Das kann alles. Das ist kacke. Scheiße, es ist gut. Raus mit. So, war schön, tolle Aufnahme. Hat Spaß gemacht, Simbo. Hat Spaß gemacht. Und das nächste Mal bitte, machen wir das nächste Mal wieder ein bisschen Halbgas, Simbo, wirklich. Ich habe auch irgendwo Gesicht zu verlieren. Nee, war geil. War super. Okay, ciao. Tschüss.